Ein ganz, ganz herzliches Willkommen heute Abend. Es ist ganz wunderschön, viele neue Gesichter auch zu sehen. Das freut uns wirklich sehr. Wir veranstalten heute Abend hier ein Konzert vom Nahtoder Council. Der Nahtoder Council ist ein gemeinnütziger Verein, welcher das Nahtoder einfach in die Welt bringen möchte und teilen möchte. Und weil ich jetzt sehr viel über das Nahtoder erzählen könnte, aber es einfach viel schöner ist, es zu erleben und in diese Klänge des Nahtoders einzutauchen, möchte ich gar nicht so sehr viel dazu sagen. Ich möchte Sie einfach einladen, heute Abend ins Fühlen zu gehen, einfach die Herzen zu öffnen und spüren, wie sich das so anfühlt. Wir haben zwei Stimmungen, die uns durch dieses Konzert begleiten. Mit denen arbeiten wir im Nahtoder. Und das werden wir heute sehr intensiv transportieren. Ja, einfach mal spüren und fühlen. Gar nicht so viel darüber nachdenken und den Gefühlen einfach mal einen Raum geben. Es gibt danach, nach dem Konzert, noch ein bisschen Zeit, wenn Sie mit uns sprechen möchten, auch mit den Musikern hier, dann kommen Sie einfach gerne nach vorne und dann wünsche ich Ihnen ein ganz wunderschönes Sein hier, eine liebevolle
Egal,
Good evening. Thank you to be here with us in this round to experience the sound. Guten Abend. Danke, dass Sie hier mit uns sind, um den Klang zu erfahren. Maybe we want to understand the sound. Thinking. Vielleicht versuchen wir, den Klang durch Denken zu verstehen. But today we will offer, or we want to offer, this opportunity to feel the sound. Aber heute möchten wir die Gelegenheit anbieten, den Klang zu fühlen. As you see, we used little words till now. Bisher haben wir keine Worte benutzt. But I'm sure you are feeling very much. Isn't it? Aber bestimmt fühlen Sie sehr viel, oder? The mood inside is very touched when sound comes in. Unsere innere Stimmung ist sehr berührt, wenn der Klang beginnt. And we want to use these tools for our health and for not to compose a song, to compose our life. Und wir möchten das benutzen, nicht um ein Lied zu komponieren, sondern um unser Leben zu komponieren. Now we will have a journey through this sound this evening, this first part, on the mood of Asa. Die Reise durch diesen Abend geht jetzt im ersten Teil in der Stimmung von Asa los. And if you are a little bit aware, only a little bit, you will feel inside this light, this power, this touch of the courage to go through the possibilities. Und wenn du ein kleines bisschen bewusst bist, dann fühlst du diese Kraft, dieses Leuchten des Muts, durch alles durchzugehen. Which is that thing you really would like to experience? Was ist es, das Sie wirklich erfahren möchten? Do you have the courage to hold the possibility? Haben Sie den Mut, diese Möglichkeit zu halten? The sound helps to hold it. Dieser Klang hilft uns dabei. And I would like to invite you to be in contact with yourself, very aware of this dream you have. Und ich möchte Sie einladen, in Kontakt mit sich zu sein, sehr bewusst über diesen Traum, den Sie haben. But please don't go very far away. Just little steps, something very close to you, something possible, something that is just the decision to hold. Aber bitte gehen Sie nicht weit. Nehmen Sie was Kleines, etwas, das möglich ist, etwas, das wir jetzt fühlen können. And rise to hold this opportunity. Be strong, have this courage to hold the possibility. Und steige auf in diese Möglichkeit. Hab den Mut, diese Möglichkeit für dich jetzt zu halten und zu erfahren. Let's enjoy this journey. Thank you. Lass uns die Reise genießen. Good and it is
Now will be the time we will sing together. Jetzt ist die Zeit, wo wir zusammen singen. And when we sing from this tradition or this perspective of sound, und wenn wir in dieser Tradition singen mit dieser Perspektive auf den Klang, to listen is very important. Dann ist Zuhören sehr wichtig. And maybe you will think, yes, because these instruments, this sound, this speech, this... Vielleicht denken Sie, ah, diese Instrumente, dieser Klang. But do you know what is the most important from this perspective to listen to? Aber wissen Sie, was das Wichtigste ist aus dieser Perspektive, dem wir zuhören können? It is what's going inside, what I'm thinking, what I'm feeling, while the sound is happening. Es ist das, was in uns passiert, was wir fühlen, was wir hören, während dieser Klang passiert. We have an inner conversation happening all the time inside. Wir haben eine Konversation, die die ganze Zeit in uns passiert. How we talk to ourselves about hope, about courage, about to hold the possibility, which is the inner conversation in this area. Wie sprechen wir mit uns selbst über Zuversicht, über Mut, darüber diese Möglichkeit zu halten? Wie kommunizieren wir mit uns in diesem Bereich? I think all you have this little booklet, yeah? Sie alle haben dieses kleine Booklet. If you open it, you will see this amazing word made of many sounds, Chere Vi Kala. Und darin finden Sie dieses großartige Wort, das aus vielen Klängen besteht, Chere Vi Kala. We want to share with you this mantra, this solution. Wir möchten mit Ihnen dieses Mantra teilen, diese Lösung. It is not a song, it is something useful for to have a nice life. Das ist kein Song, das ist etwas Nützliches, um ein schönes Leben zu haben. All we know, in life there are ups and downs. Wir wissen, im Leben gibt es Aufs und Abs. And this mantra helps us to be beyond this. Und dieses Mantra hilft uns, jenseits davon zu sein. Accepting everything and rising through every experience we have. Alles zu akzeptieren und durch jede Erfahrung aufzusteigen. Can you be that solo in the life? Können Sie dieses Solo sein im Leben? Can you have this conversation with life alone and feeling completely okay? Können Sie diese Konversation mit dem Leben haben, nur für sich und sich okay fühlen? Let's sing together this Charity Kala to make it happen inside. Put the listen very carefully. In your inner conversation. Lassen Sie uns zusammen Chere Vi Kala singen, damit das passiert, und hören wir ganz genau unserer inneren Konversation zu. Thank you.
Nun haben wir die zweite Stimmung für diesen Abend geöffnet. Dhanasri. Man könnte sie übersetzen mit Vertrauen.
ein ganz tiefes Vertrauen in uns selbst. Nicht in das, was wir wissen, das, was wir alles Tolles können oder haben, sondern in unser wahres Sein. Was sind wir wirklich? Und können wir dieses Sein zum Leuchten, zum Strahlen, zum Scheinen bringen? Und das ist gar nicht so kompliziert. Es kann ein einziges Lächeln sein, das von Herzen kommt. Ein einziger Moment, in dem wir uns ganz wohl fühlen. Und Rag Dhanasri, dieser Klang, hilft uns, uns in den Raum des Vertrauens zu begeben. Thank you.
Thank you.
Warum gehen wir durch so viel Arbeit, um fremde Instrumente zu lernen, fremde Sprachen zu lernen, wie man sich ein Turban um den Kopf wickelt und vieles, vieles, vieles mehr. Für uns alle macht der Klang so viel Sinn. Es gibt ein Wissen aus dem alten Indien, das wir nicht haben in unserer Kultur. Ein Wissen über die Wirkung des Klangs, das alle, die Sie hier sitzen sehen, in vielen, vielen Jahren überzeugt hat. Wir kamen alle mit unterschiedlichen Fragen, unterschiedlichen Problemen, vielen unterschiedlichen Baustellen in unserem Leben. Und jeder und jede kennt Phasen der Depression oder Phasen der Unsicherheit, Stress. Stress passiert dann, wenn wir nicht wissen, was wir fühlen und wie wir es nutzen können. Stress passiert dann, wenn wir in unserem Programm gefangen sind und nicht wissen, wie wir umschalten können. So wie beim Fernseher, wenn wir die Fernbedienung verloren haben. Dieses Wissen ist so einfach. Man muss es nicht studieren, um es erfahren zu können. Und gleichzeitig ist es sehr, sehr komplex und tiefgehend, sodass uns auch nach 10, 15, 20 Jahren noch nicht langweilig wird damit. Und ja, es braucht Zeit, die wir investieren. Jeden Tag ein kleines bisschen. Und es braucht immer wieder das Überwinden unserer eigenen inneren Widerstände. Wollen wir denn wirklich glücklich, zufrieden sein? Sind wir bereit dafür, Dinge loszulassen? Dabei hilft uns dieser Klang. Dafür muss man weder 1,5 Stunden auf dem Boden sitzen können, noch muss man sich den Kopf bedecken, noch muss man irgendwas tun, außer zuhören und sich ausdrücken. Unsere Stimme ist unsere ganz, ganz direkte Verbindung zu uns selbst. Wir haben in den letzten 3 Tagen ein wundervolles Naht-Yoga-Retreat hier in Gainhofen zusammen erlebt, mit vielen erfahrenen Naht-Yogis und auch mit ganz neuen, interessierten Teilnehmenden. Und es war so berührend, mal wieder zu erleben, wie wunderschön unsere Stimmen sind, wenn wir nicht versuchen zu singen, sondern einfach zu sein und uns auszudrücken. Diese Realität, das, was wir sind, ist so stark und so schön. Und es ist gar nicht weit weg. Es ist direkt da, wo wir beginnen zu singen und beginnen uns selbst zuzuhören. Und die Rags aus dem Naht-Yoga, diese besonderen Stimmungen, helfen uns dabei, weil sie so balanciert sind, dass wir sicher sind in unserem Fühlen, dass wir authentisch sein können, fühlen, was wir wirklich fühlen, aber ohne dabei abzustürzen. Rise and Shine war unser Motto des Retreats und auch
der Titel dieses Konzerts. Und mit dieser inneren Haltung können wir glücklicher durch unser Leben gehen. Uns immer wieder zu erinnern, wenn die Herausforderung kommt, wenn das Problem kommt, jetzt ist es Zeit, aufzusteigen und zu scheinen, wie die Sonne aufzugehen und dieses Problem in eine wundervolle Lösung zu verwandeln. Und Lösung ist auch die Übersetzung des Worts Mantra oder Mantra. Es geht nicht um ein Wort, das wir immer wiederholen, es geht um eine Lösung, die wir durch dieses Wort finden. Und deswegen möchte ich uns alle am Ende des Konzerts nochmal ganz herzlich einladen zu singen. Und die zweite Seite dieser Magie zu erfahren. Sie haben ganz viel gelauscht und zugehört. Jetzt ist es vielleicht schon an der Zeit zu hören, wie Sie denn klingen heute. Bevor wir aber in unser letztes Mantra für den heutigen Abend abtauchen, gibt es ein paar Menschen, bei denen wir uns gerne bedanken würden. Hinter so einem Retreat und einem Konzert steckt ganz, 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 ganz viel Arbeit, die unsichtbar bleibt. Und deswegen möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei meinen Eltern, die auch hier irgendwo versteckt sitzen, die so, 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 so viel dafür gemacht haben, dass wir alle diese Zeit haben konnten. Und ja, ganz, ganz viele Nahtyogis profitieren ganz, ganz viel von eurer Gastfreundschaft und eurer großen, großen Hilfe. Und das ist so, so ein großes Geschenk. Und ohne euch wäre all das nicht möglich. Vielen, vielen Dank. Und dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Pritam, der wieder die weite Reise auf sich genommen hat, um uns mit echten, authentischen Jodis zu begleiten. Das ist so wunderbar und so, so, so viel schöner, als einfach nur hier das iPad anzumachen. Mhm. Vielen, vielen Dank. Und last but not at all least, Marvin, der da hinten am Ton sitzt und einen grandiosen Job für uns macht, hier in seinen Schulferien. Und wir haben vorher schon gesagt, er ist so jung, aber professioneller als so einige, mit denen wir sonst so arbeiten. Und vielen, vielen Dank, Marvin, dass du wieder für uns den Ton wunderbar zum Laufen bringst. Dankeschön. Wir haben nachher noch ein paar Kleinigkeiten für euch vorbereitet, die auf euch warten, wenn ihr die Kirche verlasst. Also nicht einfach verschwinden. Und jetzt dürfen wir alle nochmal dank dieser Unterstützung eintauchen in die Stimmung von Rag Dhanasri, in unser Vertrauen. Das Mantra heißt Hare Hare Gobinde. Hare ist die kreative Kraft, die in allen von uns ist. Wir alle haben heute Morgen entschieden oder vielleicht auch direkt vor dem Konzert, wie wir uns anziehen wollen, wie wir unser Sein heute komponieren möchten, wie wir vielleicht unser Essen heute gekocht haben. All das, wir sind ständig dabei, Dinge zu erschaffen. Und Hare bedeutet wirklich in Verbindung zu sein mit dieser Kraft mit uns, in uns. Gobinde ist das, was uns erhält. Es
ist unser Sein. Es ist unser am Leben sein, jetzt in diesem Moment. Und wir alle finden am Ende unsere eigene Verbindung zu diesen Klängen, zu diesen Worten. Am allerbesten ist es, sie gar nicht zu übersetzen, sondern sie einfach zu fühlen. Was erzählen sie dir heute? Wo wollen sie vielleicht anklopfen und sagen, hey, hier kann ich mal hinschauen in meinem Leben? Und nochmal die ganz herzliche Einladung. Wir haben jetzt so viel gesungen für Sie. Jetzt würden wir auch gerne Sie hören, wenn Sie Lust haben. Und lassen Sie uns diesen Tempel des Klangs zusammen erschaffen. Thank you.
Vielen Dank. Wir sind noch hier, wenn Sie noch Fragen haben, ins Gespräch kommen möchten. Und ich bin sowieso hier in Geinhofen im Charity Kala Zentrum. Die Türen stehen jederzeit offen, wenn Sie bereit sind, ein richtig cooles Leben zu komponieren. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren und noch einen wunderschönen Abend. Satkartal. Thank you.